So. Gucken wir mal, ob alle einigermaßen ausgerüstet sind. Du hast immer noch den Odem-Trank. Ja. Kaletar-Tügel-Riesenstärke-Trank, Unverwundbarkeitstrank, Minskat-Stärketränke. Du hast die Absorptionstränke, Jahira. Jede Menge Heiltränke haben wir noch. Das könnte sich aber im Laufe dieses Doppelgängerangriff auf Kalid. Ich tue mein Bestes. Okay. Eure Zeit ist gekommen, Primaten! Okay, es sind zwei Doppelgänger. Kalid lockt die mal zum Rest der Gruppe. Wobei, die schaffst du auch eigentlich alleine. Das sind normale Doppelgänger. Genau. Und er hat schon Panik und will wegrennen, aber Kalid ist schneller. So. Ein Klunkerchen, den nehmen wir mal mit, auch wenn wir. Ja, den können wir auch mitnehmen. So. Wenn wir noch mehr finden, stecken wir sie auch ein. So, das heißt, Kalid kann jetzt wieder das hier wechseln. Ja, nichts leichter als das. Und wir können wieder in die unterste Etage gehen. So. Hier ist eine Türe. Bevor wir diese Türe auch nur anfassen. So, würden sich bitte alle mal aufstellen. Legt, Talisa, mal kurz den Schlüsselstein ab. Nicht die ganze Gruppe. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Da liegt der Schlüsselstein. Okay, wir können trotzdem öffnen. Nimm den Schlüsselstein trotzdem wieder mit. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass man die Tür nicht öffnen könnte, ohne einen Schlüsselstein im Inventar zu haben. Aber scheinbar geht's. So. Du bist ja ein komischer. Hier lang. Willkommen in Durlaks Hölle. Und das sage ich nicht nur übertrieben, sondern das sehen wir gleich. Komm. Keine 5 Meter gelaufen, schon die erste Falle. Ich mache übrigens mal sicherheitshalber meinen ersten Quicksave. Ja, nichts leichter als das. So, das hier ist schon mal eine Festhalle oder war eine Festhalle. Was wollt ihr? Da steht ein Fass, aber das ist kaputt, scheinbar. Gut. Hier sind zwei Gänge, in denen ja, es weitergeht. Ich verschwinde jetzt. Und dort stehen Zwerge. Was? Beinahe unter meiner Würde. Die Jungs sehen schon mal aus wie Wächter. Mich hier lang. Hier scheint eine Geheimtür zu sein. Ja, die machen wir doch gleich schon mal auf und... Was wir dahinter sehen, ist nichts Gutes. So, die Zwerge, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Das hier sieht übrigens auch nicht wirklich gut aus. Das hier sieht sogar ziemlich übel aus. Das war uns nämlich vor diesem Gang hier. Ja, wir sehen hier Fallen. Wir sehen hier übrigens noch mehr Tote. Aber wir sehen hier Fallen. Das ist aber die Gemeinheit. Hier ist auch eine Falle, die wir nicht sehen. Und diese Falle löst sich mehrmals aus. Und wirft dauernd Feuerbälle. Das heißt, dieser Gang hier... Bumm, dicker, fetter Totenkopf. Ja, so viel zur großen Begrüßung von Durlak. Hier ist übrigens noch eine Geheimtür. Jo. Hier sind ein paar Pfeile und ein Heldentrank. Du hast 5. Das heißt, der überschüssige Heldentrank geht mal an dich. Beißender Pfeil. Minz hat Frostpfeile. Das heißt, beißende Pfeile kommen mal weg. Wir dürften hier unten übrigens genug Schleuderkugeln und so weiter finden. Ja, auf jeden Fall schon mal Trank der Meisterdiebeskunst. Warum auch immer diese Tränke hier rumliegen.
Schutzformel gegen Elektrizität und Säure. Heiltränke. Ein Schlegelgriff. Was bist denn du? Schlegelgriff. Dieses vergoldete Tau war einst ein Griff. Okay. Wir sind zu weit weg. Kein Problem, wir gehen etwas näher ran. Geben die Heiltränke mal an Talisa. Genauso wie den Schlegelgriff. Und die Schutzrollen geben wir Yahira. So, dann reden wir mal mit den Zwergen. Ja, nichts leichter als das. Welcher sieht am sympathischsten aus? Reden wir erstmal mit dem Roten. Ich bin der Wahnsinn des Kriegers. Ich verfluche ihn mit Vertrauen und Respekt. Ich verlange den Schwung der Klinge, indem ich seine Lust auf Blut raube. Ich verlangsame den Schwung der Klinge und durch ein weicheres Gefühl ersetze. Dennoch dürstet es mich nach mehr. Gib mir den süßen Wein des Lachens und der Leidenschaft. Tagebucheintrag. Ich habe eine seltsame Erscheinung gesehen und sie hat gesagt... Ja, das muss ich nicht nochmal vorlesen, das gerade eben. Ich muss an diesen vier Wächtern vorbeikommen, um in die unteren Ebenen zu gelangen. Ich nehme an, dass einer von ihnen den Schlüsselstein hat, mit dem der von ihnen bewachte Aufzug bedient wird. Wonach dürfte es diesen Wächter? Welcher Trank wird im Allgemeinen mit Leidenschaft assoziiert? Worauf diese Ebene wäre es sinnvoll, nach solchem Getränk zu suchen oder herzustellen? Ich muss dieses Rätsel lösen, um weiterzukommen. Ja, um es mal vorwegzunehmen. Es gibt so viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Nein, Kalit, das wollte ich nicht vorwegnehmen. Alle die vier Rätsel hier, die jetzt auf uns lauern, und es sind vier Rätsel, können wir nur auf dieser Ebene lösen. Also wir können nicht runter, das wissen wir schon mal, ohne diese Rätsel gelöst zu haben. Und oben haben wir schon alles untersucht. Gut, reden wir mit dem nächsten. Ich bin das Schicksal des Kriegers. Ich erhebe ihn über seine Brüder. Ich schmücke seine Taten aus. Er zeigt Verachtung, wo früher Respekt war. Er wird zum Riesen, obgleich er einstmals ein Mensch war. Noch fehlt mir die richtige Ehre. Er hebt mich zum vollen Glanz. Durch die Chroniken meiner Taten wird er stolz geehrt. Durch die Weitergabe des Wissens wird mein Schwert meinen Ruhm zeigen. Dann werdet ihr wissen, dass ich zufrieden bin. Neuer Tagebucheintrag. Ich habe eine seltsame Erscheinung gesehen und sie hat gesagt, ja also das, ich muss an diesen vier Wächtern vorbeikommen, um in die unteren Ebenen zu gelangen. Ich nehme an, dass einer von ihnen den Schlüsselstein hat, mit dem der von ihnen bewachte Aufzug bedient wird. Was würde der Ehre dieses Wächters gebühren? Was wird sein Schwert, seinen Stolz dazu führen, seinen Ruhm zu zeigen? Er erwähnt Chroniken seiner Taten. Ich muss offensichtlich diese Chroniken finden und lesen. Der Trick besteht darin, sie zu finden. Was könnte Durlak mit diesen Rätseln bezweckt haben? Ich muss es lösen, um weiterzukommen. Ja, scheinbar hat wirklich noch niemand diese Wächter hier besiegt. Alle sind wohl an den Wächtern vorbei durch diesen Gang und da gestorben. Jedenfalls ein Großteil von ihnen. Was hast du zu sagen? Ich bin der Fluch des Kriegers. Ich raube seine Zukunft. Ich ruiniere seine Vergangenheit. Je mehr er hat, desto weniger erscheint es. Er wird zum Sklaven der glitzernden Dinge. Bist du die Gier oder was? Dennoch leide ich Hunger. Vor allem anderen gibt mir was glitzert. Okay. Ich habe eine seltsame Erscheinung gesehen. Ich muss an diesen vier Wächtern vorbeikommen. Ich nehme an, dass einer von ihnen den Schlüsselstein hat. Welch glitzerndes Ding könnte dieser Wächter von mir wollen? Gold? Edelsteine? Ich muss dieses Rätsel lösen, um weiterzukommen. Und der letzte Wächter. Ich bin das Verderben des Kriegers. Ich lebe in der Dunkelheit seiner Seele. Ich zwinge ihn auf die Knie, zitternd und weinend, nicht in der Lage, seine Hand zur eigenen Verteidigung zu erheben. Doch ich schlafe, weckt mich auf. Ich habe eine Erscheinung gesehen. Schlüsselstein, bewachter Aufzug bedient. Was würde diesen Wächter wecken? Vielleicht ein großer Krach von einer Trommel oder einem Gong? Vielleicht auch etwas anderes. Ich muss dieses Rätsel lösen, um weiterzukommen. Teilweise stehen die Lösungen schon in den Tagebucheinträgen. Und da wir ja schon einen Schlegelgriff gefunden haben, ist es
nahezulegen, dass wir einen Gong oder sowas schlagen müssen. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Gut. Das heißt, wir haben diese vier Wächter hier. Und wir müssen ihre vier Rätsel lösen. Also das ist wirklich nicht nur stupides durch den Dungeon durchmetzeln und Fallen entschärfen. Du bist ja hier lang. Wobei das auch ein großer Teil davon ist. Sondern das ist auch erstmal Spinnen töten. Was? So. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt. Spinne 1 ist weg. Ich glaube aber nicht, dass das die einzige war, oder? Doch, schien hier die einzige gewesen zu sein. Gut, hier sind zwei Kisten. Ja. Nichts leichter als das. Mal gucken, was wir in den Kisten finden. Hier finde ich Säurepfeile. Hier finde ich eine Geschichte und Tränke. Alle Heiltränke mal zu Talisa. So, Säurepfeile. Gut. Jetzt haben wir 4 Stacks Säurepfeile und 4 Stacks Pfeile plus 2 und dann haben wir noch die Eispfeile, die Minsk mit sich rumschleppt. Ich könnte ja ein paar Säurepfeile bei Khalid mal einbunkern, dann nehmen die da keinen Platz weg. So, Khalid trägt ja eh keinen Bogen. Also macht das ja schon mal nicht so viel aus. Mich denn ich verschwinde jetzt. Gut, und ja, ich werde hier in Dulags Turm sehr oft Quicksaves machen. Was wollt ihr? Gut. Denn ich verschwinde jetzt. Dieser Turm ist eine einzige Gefahr. Was? Beinahe unter meiner Genau meine Rede. Hier haben wir zwei Regale. Ein Helm. Geschichte der Finstern. Geschichte dem. Die Unverwundbarkeitskugel. Hügelriesenstärke-Trank. Nehmen wir mal den Helm mit. Der sieht nämlich interessant aus. Schleuderkugeln. Noch eine Todeswolke. Geschmeide. Ich lasse mal absichtlich solche Sachen wie das Geschmeide und so liegen. Kugel plus 1. Okay. So. Das Geschmeide liegen und da wir das eh nicht mehr so sehr brauchen. So. Hat noch irgendjemand so einen Trank? Ja, Khalid hat 2 davon. Also können wir die ruhig bei größeren Kämpfen benutzen. Ich hab genug davon. So. Wenn wir jetzt hier um die Ecke gehen. Genau, sehen wir einen großen Doppelgänger. Ihr habt gerufen? Wie befohlen. Ja. Ich hätte da noch eine hübsche Todeswolke für euch. Kann ich die einfach mal hier hinzaubern? So, und dann noch mal eine hier hin. So. Dann nehmen sie etwas Schaden. Und wir können uns einigermaßen um sie kümmern. Ja, für sowas ist eine Todeswolke schon mal nicht schlecht. So. Das sind schon mal 8000 Erfahrungspunkte für die ganze Gruppe gewesen. Und da scheint noch ein Doppelgänger zu sein, genau. Und den haben wir mit den Todeswolken sogar unterbrochen. Man merkt also schon mal, Todeswolken sind ein sehr, sehr netter Zauber. Auch wenn ich jetzt beide schon verballert habe. Ja. Gut, Minsk hat ein Level Up, sein letztes Level Up. Und wie ich bereits sagte, der braucht auch nur noch jetzt 11.000. Bis zur Max Erfahrungspunkte, nicht Max Stufe. Und ja, Khalid und
Und Talisa haben jetzt beide 104 Lebenspunkte. Mehr können die beiden auch nicht erreichen. Sehr schön.